Did you send her? Hast du ihr Fotos geschickt? What? Nein, habe ich nicht. Ganz sicher nicht. Hast du wohl? Nein. Und wie erklärst du dir das hier? Ich habe diese Bilder nur dir geschickt. Sei ehrlich. Ich wollte ihr eins reinwirken. Nur dieses eine Mal. Einmal reicht. Das sind intime Fotos. Sie sollte sehen, wie sexy du bist. Das war nur für deine Augen bestimmt. Wie soll ich dir je wieder vertrauen? Oh my God. Nicht gut. I wish I could take it back. Jetzt bereue ich es, aber ich habe meiner Ex tatsächlich oben ohne Bilder von Jasmine geschickt. Das war eine Racheaktion. Sie sollte sehen, wie unglaublich toll meine neue Freundin ist. Ein Fehler. Ganz klar. Ich versuche, Jasmine einzuholen, aber sie ist verschwunden. Absolutes Gefühlschaos. Ich kann kaum noch klar denken. Auf diesen Bildern sind meine Brüste zu sehen. Ein Albtraum. Ich habe ihm vertraut. Da ist noch mehr. Ginos Ex hat mir viele Bilder geschickt. Da sind nicht nur Fotos von mir, sondern auch Screenshots von den Gesprächen zwischen den beiden. Er sagt, ich sei völlig verrückt. Und super eifersüchtig. Dabei lag ich direkt neben ihm. Das ist mies. Echt übel. Gino ist nicht der, für den ich ihn gehalten habe. Nach seinen Lügen und dieser beschissenen Aktion ist er für mich gestorben. Das kann ich ihm nicht verzeihen. Du bist ein Lügner. Du redest immer noch mit der Schlampe. Warum schickst du deiner Ex so intime Fotos von mir? Sprich! Das hätte ich nicht tun sollen. Ich wollte ihr nur zeigen, wie sexy du bist. Du hast mich hintergangen. Du hast dir geschrieben, während ich neben dir geschlafen habe. Ich bin also eine verrückte Latina, die ohne Grund eifersüchtig ist. Das sollte ein Scherz sein. Wirklich lustig. Yeah.
Yeah. You're so funny. Excellent. That was a joke. You are the Das ist doch krank. Ich ziehe in ein anderes Zimmer. So viel Schwachsinn halte ich nicht aus. Loser. Was war das? Müll. You know what? You just Mit mir verlierst du die einzige Person, die dich wirklich liebt. Have nothing, but just Jetzt bleibt dir nur noch dein Geld. Du Alter Sugar Daddy. Das bist du doch. Ich weiß davon. Not only that he betrayed my trust. Er hat nicht nur mein Vertrauen enttäuscht und seiner Ex Nacktfotos von mir geschickt. Es ist auch eine Seite von ihm zum Vorschein gekommen, die ich abartig finde. Einige Screenshots sind schon ein paar Jahre alt. Gino gibt zu, dass er junge Frauen bezahlt. Deine Ex weiß es. Stimmt nicht. Warum schreibst du ihr dann, dass du deinen Sugar Babes $250 gibst? Lüg nicht. Aber das ist doch schon ewig her. Scheißegal. Ich hätte nie gedacht, dass du einer dieser traurigen alten Männer bist, die für Sex bezahlen müssen. Solche Typen interessieren mich nicht. Das ist ekelhaft. Du hast Frauen bezahlt? Es waren Einladungen zum Abendessen. Hast du nur das Essen bezahlt? Auch die Frauen. Männer wie du nutzen Frauen aus, die das Geld dringend brauchen. Ich habe nicht vor, mich zu verkaufen und mir einen Sugar Daddy zu suchen. Guck mich an. Ich bin klug. Mein Sugar Daddy wäre ein echter Kerl. Und ganz sicher kein vereinsamter alter Opi aus Michigan. Long and depressing from Michigan. Give me a break.